Okay, dann fangen wir direkt an. Wir sagen Hallo und herzlich willkommen zu, ja, so etwas Ähnlichem wie einem Whisky-Plausch, ne? Ja, ohne Whisky, nicht geplauscht heute. Die Ziehung aus der Tube ist heute angesagt. Genau. Wir hatten euch versprochen, wir machen ein Gewinnspiel. Das, was hier am Tisch steht, könnt ihr bekommen. Wir haben verschiedene Samples, hatten wir angekündigt, steht aber auch auf YouTube drin. Und ich sag mal, alle Leute, die drunter geschrieben haben, möchte gerne mitspielen, wissen eigentlich auch, worum es geht. Ne? Genau. Dabei noch ein bisschen Flyer-Zeugs, genau, wie versprochen. Ein bisschen Bildmaterial, ein paar Whisky-Plausch-Aufkleber, immer überall gut postieren. Und Tasting-Notes-Sheets und ja. Insgesamt 39 Kommentare waren unter dem Video, 39 ja. Leute, die mitmachen wollen. Vielen Dank dafür erstmal fürs Mitmachen, fürs rege Interesse. Ja. War also auch. Ich habe mich sehr gefreut, dass tatsächlich so viele Leute. Ich fand es richtig toll, dass das so viele haben. Genau. So, wir machen jetzt eigentlich die Ziehung und dafür gehen wir mal ganz kurz an eine andere Ecke. Ne? Genau so. Ja. So, der Kleine kann sich setzen, Arno. Der Kleine darf sich setzen. Der Kleine darf sich setzen. Der Kleine sitzt auf dem notariellen Stuhl. Genau, wir haben keinen Notar beauftragt, das Ganze notariell abzusegnen, weil wir haben eine Aaron-Tube als Ziehobjekt. Das reicht. Das reicht allemal. Hier sind alle Namen, die einen Kommentar drunter geschrieben haben. Wir lassen unseren Kameramann da einmal kurz drüber ziehen. So, die nehmen wir jetzt und relativ einfach nehmen die, knütteln die, dass wir ein Kügelchen haben und dann kommen die nicht auf die Dose. Klein. Deckel drauf. Deckel drauf. Wir gehen mit der Tube rüber. Komm, ja. So. So. Das Ganze wird jetzt richtig durchgeschüttelt. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz aus dem Bild, weil die Verantwortung möchten wir nicht übernehmen, da wirklich zu ziehen. Dafür haben wir unsere Glücksfee. Meinst du echt, das hat sich vermischt? Komm, wir machen nochmal hier Extended Version, alles raus, alles nochmal rein. Okay. Damit nicht die, die zuletzt reingekommen sind, genau, auch jetzt ganz oben waren. Weil wir wissen jetzt auch wirklich. Es ist eigentlich zu sehen, dass auch kein Kügelchen daneben gegangen ist. Und jetzt mischen wir nochmal. Es darf eigentlich. Hi! Hi! Du möchtest heute hier also so ein Zettel ziehen. Ja. Ich möchte die Verantwortung zwar auch nicht tragen, aber. Musst du jetzt. Du kannst auch von unten greifen, rollst die obersten raus, schmeißt die an die Seite und. Versuch mal. Nimmst du von unten rein. Egal. Mit den kleinen Händchen geht das. Die sind wie gewachsen. Das tut mir jetzt leid für die rausgefallen sind. Ist einer? Ein Zettel? Ist ein einzelner. Okay. Jo, und auf dem Zettel steht. Tim Dampfplauderer, herzlichen Glückwunsch, lieber Tim. Ich halte den Zettel nochmal in die Kamera. So, ne? Tim Dampfplauderer hat 5 tolle Samples gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Detlef, komm wieder zu mir. Dann. Auf Wiedersehen. Genau, so. Danke, liebe Mara, fürs Ziehen. Genau. Danke. Ganz schön gezogen. Hast du gesehen, ja, diese Eleganz und sehr elegant. Okay. Fand ich richtig toll. Ja, herzlichen Glückwunsch. Tim, du darfst dich freuen. Ja, bisschen was zu trinken. So für über die Weihnachtszeit. Und wie gesagt, da sind Sheets dabei, kannst sofort die Tasting Notes eintragen. Wer auch immer dahinter ist, muss er sich jetzt melden. Genau. Ne? Das vielleicht als Anmerkung. Der Tim schickt uns bitte an whisky@ihaveadrum.de, die Adresse blenden wir auch mal so ganz cool hier unten ein. Ja. Eine E-Mail mit seinen Kontaktdaten und dann geben wir ein Päckchen mit diesem wunderbaren Inhalt auf den Weg zu dir. Ja. Auch an alle anderen, ne? Schön, dass ihr mitgemacht habt. Ja. Tut uns leid, dass ihr nicht gewonnen habt, aber okay. Wir haben auch nicht mehr zur Verfügung. Es kann nur einer gewinnen, ja. Es kann nur einen geben. Es kann nur einen geben. Genau. Ja, ja. Damit verabschieden wir uns und hoffen, Ende, dass der Tim sich bei uns meldet. Genau. Macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Freut uns, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Bis dann. Genau. Ciao. Tschüss.
So, das ist ein roter Punkt. Das ist ein roter Punkt, das ist kein Punkt. Let's go, wir haben nicht mehr so viel Akku. Wir können nochmal was sagen. Wenn der Kadaver mal so sitzt. 1, 2. Hörst du schlecht? Was? Hörst du schlecht? Was? Ob du schlecht hörst? Ich verstehe dich nicht, höre dich nicht.